Die Digitalisierung hat die Welt vernetzt. Was aber vor der eigenen Haustür geschieht, bekommen wir immer seltener mit. Am Erscheinungstag von dem Fernsehbericht, am Montag, am 15. März, eröffnet Arlesheim offiziell seine digitale Dorfplatz Crossiety. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das war ein längerer Prozess für die Gemeinde. Wir hatten schon lange ein bisschen das Bedürfnis, einen dynamischeren Kommunikationskanal zur Öffentlichkeit zu haben, seitens Gemeinderat, aber auch seitens Verwaltung. Wir haben dann lange überlegt, sollen wir aktiv werden als Gemeinde auf den sozialen Medien, den traditionellen sozialen Medien. Wir haben uns aber aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden und haben jetzt hier eine gute Plattform gefunden, den digitalen Dorfplatz von Crossiety. Was ist Crossiety? Wie funktioniert die Plattform? Und wer steckt dahinter? Der digitale Dorfplatz von Crossiety ist eine lokale und vertrauenswürdige Online-Plattform, auf der einen Seite für die Gemeinde, aber auch für die ganze Region. Das hat verschiedene Vorteile, nämlich es ist kein geschlossenes System, es ist keine Insellösung, sondern strebt eigentlich immer Synergien auch über Gemeindegrenzen hinaus an. Das bedeutet eigentlich, dass eine Gemeinde auch mit umliegenden Gemeinden in der Region kann interagieren und das birgt natürlich ganz neue Möglichkeiten auch im Zeitalter der digitalen Kommunikation. Ja, wir stehen ja jetzt hier auf dem Dorfplatz von Arlesheim und man muss sich das so vorstellen, der Dorfplatz hier, wo wir draufstehen, der bleibt wichtig. Das ist der richtige Dorfplatz, wo das Leben stattfindet, wo die persönlichen Begegnungen stattfinden, wo alles stattfindet. Aber es wird jetzt zur Ergänzung eigentlich noch einen digitalen Dorfplatz geben, wo man hier auf diesen Geräten oder auf dem PC daheim kann mitnehmen kann, wo man immer dabei hat und wo der physische Dorfplatz hier eigentlich ergänzen soll. Jetzt, was kann man machen? Es kann jedermann auf diesem Dorfplatz eine Information, eine Neuigkeit draufstellen, ein Foto posten von etwas, was ihm gefällt oder nicht gefällt. Die Gemeinde wird selber dort Mitteilungen drauf tun. Da haben wir ein neues Tool, wo wir viel schneller informieren können, wenn mal etwas Aktuelles ist, eine Baustelle oder sonst etwas Aktuelles. Bis jetzt haben wir das immer über den Newsletter einmal in der Woche gemacht oder im Wochenblatt auch einmal in der Woche mit dem nötigen Vorlauf. Und jetzt haben wir einen viel schnelleren Kanal zur Bevölkerung erreichen. Das ist so die Grundfunktion. Hinter Crossiety steht ein rund 20-köpfiges Team von unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag sehr stark im Kontakt mit unseren Gemeindeverwaltungen sind. Im Gegensatz zu anderen Softwarefirmen tun wir uns sehr engagieren, eben auch den persönlichen Kontakt mit den Verwaltungen können zu pflegen. Das ist etwas, was im Lokalen enorm wichtig ist, der persönliche Kontakt, das Vertrauen. Und ich würde sagen, das ist auch eines unserer Erfolgsgeheimnisse. Man kann sich registrieren, man muss sich anmelden, man kann sich nicht anonym registrieren, man muss sich anmelden mit einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse. Es geht aber relativ einfach und nachher hat man alle Möglichkeiten zur Verfügung. Es hat auf dieser Plattform zum Beispiel auch eine Art Flohmarkt. Also man kann Sachen, die man nicht braucht, kann man draufstellen. Und dann sehen das natürlich insbesondere Leute aus Arlesheim. Und das macht der Austausch von diesen Gütern, die man vielleicht zur Verfügung stellt oder die man sucht, macht das auf lokaler Ebene sehr viel einfacher. Wir betrachten das eigentlich als digitale Infrastruktur für die Gemeinde, wie das Strassennetz eine Infrastruktur ist oder das Kabelnetz. Und das kostet ein bisschen etwas. Das sind Gemeinde wie Arlesheim knapp 15'000 Franken im Jahr und wir haben gefunden, für das, was es alles bietet, es hat eben noch mehr Funktionen, für das, was es alles bietet, ist das eigentlich noch eine günstige Lösung. Crossiety ist eigentlich aus einem Einwohnerinteresse entstanden. Wir haben dann angefangen, die Plattform zu programmieren und sind gerade am Anfang eigentlich zu den Vereinen, zu den Gemeindeverwaltungen und zu den Gewerbebetrieben gegangen. Und wir konnten feststellen, dass gerade die Gemeindeverwaltungen ein riesen Interesse hatten an diesem digitalen Kommunikationskanal, weil man halt mit der heutigen Webseite und vielleicht mit einem Newsletter die Einwohner eigentlich nicht so interaktiv erreichen kann, wie man sich das gerne würde wünschen. Und mit unserer Idee von einer kollaborativen lokalen Plattform, die eben auch einen gewissen Datenschutz hat. Mit dieser Idee sind wir eigentlich sehr erfolgreich gewesen
in den Schweizer Gemeinden und Städten. Man kann ja auf dem digitalen Dorfplatz Gruppen bilden. Also jeder kann eine Gruppe einrichten. Das kann eine Interessengemeinschaft sein oder ein Verein, wo man seine Mitglieder eigentlich kann informieren darüber. Aber es gibt auch eine Kategorie für das Gewerbe. Und das Gewerbe kann dort auch eine Gruppe bilden und in der Gruppe dann die Kundschaft aufnehmen. Die Leute, die sich interessieren für den Laden, können sich dann, wie man das auf sozialen Medien kennt, kann man dem Laden folgen oder dem Gewerbebetrieb folgen. Und für den Gewerbebetrieb selber ist es eine Möglichkeit, zum Direktor und Kundschaft Informationen abzugeben. Selbstverständlich kann man auch direkt auf den Dorfplatz etwas Neuigkeit stellen. Wir haben uns auch überlegt, was ist mit dem Veranstaltungskalender, den wir heute auf der Homepage von der Gemeinde führen. Der digitale Dorfplatz, der bietet auch so einen Veranstaltungskalender. Man kann dort jegliche Veranstaltungen publik machen. Das ist gerade auch eine Möglichkeit für Vereine, die Bevölkerung über Veranstaltungen zu informieren. Die Vereine haben auch andere Möglichkeiten noch, aber die Idee ist also so, dass man seine Veranstaltungen auf dem digitalen Dorfplatz bekannt macht. Wir werden dann auf der Homepage von der Gemeinde wahrscheinlich dann noch ein Fenster haben, wo das direkt importiert wird, dass man es gleich auch dort anschauen kann.